So, und das möchte ich auch noch dazu sagen. Also, man wird hypnotisiert und dann reden sie ein, was man denken soll. Ne? Dann wird man gefragt und dann wird dann alles ausgeredet und das wird dann als neuer Gedanke, wird dann das eingeflößt. Und sie können es auch so machen, dass man Stimmen hört. Und bei uns ist es natürlich vorbei mit Stimmen, weil wir wissen es ja. Das lassen sie jetzt natürlich, weil dann hören wir natürlich die Stimmen des Hypnotiseurs, nehme ich an. Und das ist jetzt vorbei. Früher haben wir dann auch Stimmen gehört, ne? Und haben gesagt, Mann, das ist doch nicht möglich, ne? Weil uns wollte man, jetzt wissen wir, worauf es hinaus wollte und so. Und ja, in Frankfurt scheint es ja nicht zu liegen. Und ich glaube, meine Freunde, die sind in Berlin, ne? Die Psychiater der DDR, die mir hier wohl so einen kleinen gemacht haben, das ist wohl schon länger, weil sonst wäre ich hier wohl in Frankfurt schon in der Psychiatrie. Und ich möchte auch schon schön grüßen und keine Angst, Freunde, das ist nicht vergessen. Aber so wird es gemacht. Sie reden einem das direkt ein und wir haben auch mitbekommen, wir haben ganz schlechten Jargon. Wir haben eine Ausdrucksweise, das ist ganz schlimm. Und das ist dann, wenn man dann betäubt ist oder unter Hypnose ist, sind die anderen dominant. Also genau die, die sich nicht ausdrücken können und so weiter und so fort. Hier Stasi, KGB und so weiter. Und wir nehmen beide an, dass wir fließend Russisch sprechen konnten. Die fangen dann an mit ihren Deutsch bzw. Russisch und mit ihren Verwechseln von mir und mich und den Fällen und so alles. Russisch hatte, glaube ich, 6 Fälle, ne, Nati, wenn ich Ja. mich recht erinnere. Das ist ja dann noch schlimmer. Deutsch hat ja nur 4, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich bin kein Deutschlehrer, muss ich nicht mehr wissen. Ich bin ja nur Almosenempfänger. Jedenfalls ist das ganz schlimm, was man da machen kann. Und daran könnte man das auch erkennen. Also wenn Sie irgendwelche Probleme haben und mit mal merken, wie rede ich? Und Sie sind natürlich in einer ganz anderen Klasse und da redet man eben vernünftig und diese Kraftausdrücke, die sich gerne noch mal anhören können auf meinen Videos, ne, also die beherrsche ich natürlich auch. Und das waren eigentlich Ihre Kraftausdrücke und ich habe sie doch schön aus der Reserve gelockt und sie sind endlich gut gekommen, das ist gut so. Aber das hat man damit mal und man wundert sich, dass man so eine komischen Wörter benutzt, die man früher nicht benutzt hat. Das ist was. Das nächste ist, wie soll ich das sagen? Ich habe mich immer gewundert, dass ich Einfälle nachts habe. Das muss nicht nachts gewesen sein, weil man hat ja dann so eine Art Schlaf. Das Hypnose ist ja so eine Art Schlaf. Und dann wird einem das dann eben alles eingeredet. Und das kann auch sein, dass ich dadurch meine Gedanken hatte. Es weiß ich jetzt nicht. Wie gesagt, ich habe leider keine Bücher. Ich würde da gerne nachlesen, wie das ist, ob man nachts dann auch Einfälle hat. Also bei mir war es dann oft so auch, dass ich nachts richtige Einfälle hatte. Aber wie gesagt, Einfälle, wie ich mein Leben gestalten soll. Keine Einfälle in der Wissenschaft oder so. Da habe ich mich immer gewundert. Und das denke ich heute, dass es Hypnose ist. Gut, ich unterbreche nochmal.